Ja, als allererstes hier unten rechts wieder schneller drehen, weil ich ja so langsam rede bei dem runden Ding hier unten, ja, bei YouTube. Ja, heute, also am Wochenende findet ja die zweite Verhandlungsrunde statt zu der Frage, kann wir 2020, ja, Bodo Schiffmann einerseits als Bundesvorsitzenden reaktivieren und zweitens kann die Partei zusammen mit den Reformen der Next Scientist for Future.de vom Weltrat circa 15 bis 20% der Wählerstimmen bei der Bundestagswahl erreichen? Und wie würden diese Reformen aussehen? Kann damit eventuell das innerparteiliche Parteiprogramm sozusagen aktualisiert werden sozusagen. Und ich werde heute mal so ein paar Dinge ansprechen, so einen kurzen Voreinblick auf die Wochenendverhandlungen geben, zum Thema noch einmal rückblickend auch Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege, Demokratie, dann Neubildung und Erziehung, Wasser, Wohnen, innere und äußere Sicherheit, Arbeit und so weiter, wird schon mal einiges andeuten. Und die Frage ist halt, ob man Bhakti, Wodak und Homburg dazu gewinnen kann, denn nur wenn sich alle Prominenz sammelt rund in dieser Partei oder rund um diese Partei und alle prominenten Sender dann Sendungen produzieren also dieser Kombination Wir 2020 und Next Scientist for Future.de, dann kann das was werden. Und ich hoffe, Sie haben schneller gedreht. Die erste Runde finden Sie ja beim Sender, wenn Sie jetzt die Sendung gerade auf dem Sender News und Talks schauen, dann finden Sie unten in der Infobox der erste Link ist auch die erste Runde also zwischen Wir 2020, dem entstehenden Landesverband und Next Scientist for Future.de. Ja, unser Tagesbild ganz kurz reinbringen ins Bilde hier. Ein bisschen tiefer das Ganze. Ach nee, ich glaube, wir können es ungefähr so lassen, denke ich. Ja. So, dann fange ich mal an. Also, in der ersten Sendung, da ging es eben auch um Demokratisierungsfrage. Die große Frage ist ja so Bürgerräte, Bürgerversammlungen, Referenden, Volksentscheide, Volksabstimmungen und so weiter. Also meine Meinung ist ja, dass dann mir die Qualität der Entscheidungen, die dort gefällt werden, einfach zu schlecht ist. Sie ist sicherlich wäre besser als in dem jetzigen System. Aber ich möchte gerne von den bestmöglichsten Leuten regiert werden. Und dafür müssen wir der Politik, der existierenden Politik, wieder nach der Formel VIs aussterben lassen durch PAs, also vorteilbringende Irrtümer, aussterben lassen durch positive Anreize, also diese Weltrettungsformel. Da haben wir einmal gehabt den vorteilbringenden Irrtum. Lobbyisten sind gut und eine gute Informationsquelle für Politiker. Dadurch kommt es dann zur Freundschaftsbildung mit der High Society und dann fällt viel Geld auf die Politiker ab, sozusagen. Aus allen möglichen Seiten regnet es dann an, auch an, regnet das Geld auf die Politiker hernieder, denn in der High Society, da sitzt dann der Geschenkebeutel und Spendenbeutel sehr locker, ne? So, und dadurch haben wir dann leider eine Politik, die sich relativ wenig mit den Denkwelten der Bürger beschäftigt und Sorgen der Bürger beschäftigt, sondern
mit der High Society sozusagen. Ja, und das müssen wir ändern. Also müssen wir bei diesen vorteilbringenden Irrtum zum Aussterben bringen durch positive Anreize. Und zwar einmal müssen wir natürlich vorübergehend und das später dann wieder reduzieren, aber erst reduzieren, wenn all die Beteiligten in Rente gegangen sind, sozusagen, wenn es für die nicht mehr gilt. Also wir müssen also die Diäten für die Politiker vorübergehend ganz drastisch erhöhen, damit sie überhaupt in einer Koalition dann zustimmen einer Änderung und zum Beispiel dem positiven Anreiz zustimmen, Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme oder repräsentative Wählerstichproben-Vorwahlsysteme, die dann dazu führen, dass hochkompetente Reformer innerhalb weniger Monate hochkommen und sozusagen letztendlich, dass die Parteienseilschaften letztendlich keine Rolle mehr spielen, ne? Und egal welches Modell man nimmt, wie man die positiven Anreize im Demokratiesystem setzt, auf jeden Fall führt das dann dazu, dass Politik extrem gut wird, weil dann jeder Politiker sich auch die nach den weltbesten Beratern ruft, ja, sozusagen. Denn wenn die Wohlfühlstimmen im eigenen Lande nicht gut sich nicht gut entwickeln oder wenn dann durch diese repräsentativen Wählerstichproben-Vorwahlsysteme plötzlich richtig gute Reformer an die Öffentlichkeit kommen und in Wettbewerb stehen, dann verliert ja jeder normale Politiker, dann wird er ja nicht mehr wiedergewählt, wenn er nicht jetzt dagegenhalten kann mit den besten Beratern der Welt sozusagen. Also das Vorwahlsystem ermöglicht also den besten Beratern der Welt selber dann politisch relevant zu werden. Und das Wohlfühlstimmensystem gibt dem Politiker den positiven Anreiz, die besten Berater der Welt selbst sozusagen zu engagieren und dafür dann aber selbst Politiker zu bleiben. Ne? Das ist der Unterschied zum Beispiel zwischen diesen zwei positiven Anreizsystemen. Ne? Da kann man, da gibt es bestimmt, gibt es noch viele andere, denn im Prinzip gibt es es gibt immer eine Lösung, positive Anreize wasserdicht und wetterfest zu setzen durch die Next Scientists for Future. Das ist sozusagen ein Kunst, ein Wissenschaftshandwerk, eine Fertigkeit, für die man 40 Jahre mindestens Training braucht, aber die eben die Next Scientists for Future beherrschen, sozusagen. Ja? Und das zweite Thema, da hatten wir verschiedene Varianten von Gesundheitsreform angesprochen. Eine weitere wäre zum Beispiel die Wellnessverbünde, zum Beispiel AOK, all die Bayer Wellnessverbünde. Da würde man eigentlich braucht man dazu keinerlei zusätzliche Daten zu erheben, sozusagen. Man braucht auch eigentlich keine zusätzliche Karte, ja, sozusagen. Man müsste den Supermärkten nur die Möglichkeit geben, vielleicht die Krankenversicherungskarten der Kunden sozusagen insofern lesen zu dürfen, nicht die Namen, sondern nur die Krankenkassenzugehörigkeit. Und dann würde Aldi sozusagen und also die bei der AOK würden also Ärzteteams angestellt werden, ja, Gesundheitsteams, und dann hätte man eben sowas wie die Hausarztteams, hätte man dann für jede Krankenkasse leider getrennt. Das wäre der Nachteil des Systems. Ja, wenn man keine neuen Daten verwenden will, sondern extrem auf Datenschutz setzen würde, dann muss man halt in den sauren Apfel beißen, dass man dann halt sozusagen in der Nachbarschaft
sozusagen, dass vielleicht das Team, das Hausarztteam, was direkt in der Nachbarschaft sitzt, sozusagen, vielleicht zu einer anderen Krankenkasse gehört, als man selber ist. Ja, das ist dann der Nachteil des Ganzen. Aber dadurch hat man dann keinerlei Neudaten, die man braucht. Und dann wird es halt so, dass also das AOK-Hausärzte-Team, da gehe ich hin sozusagen, zu deren Healthy Lifestyle Clubs sozusagen. Und Aldi wird mir als AOK-Kunden, würde Aldi dann, wenn ich AOK-Kunde wäre, würde mir Aldi also dann die ideale Ernährung anbieten und liefern, und zwar preislich günstiger, und würde dann ja an den eingesparten Geldern in der AOK durch das Gesünderwerden, durch mein Gesünderwerden finanziell beteiligt werden. Genauso Bayer, also Bayer als Pharmakonzern. Jeder Pharmakonzern würde dann auch eine Großapotheke werden, sozusagen, mit einzelnen Apotheken in der Region. Dann wäre es wieder der Nachteil, dass vielleicht bestimmte Apotheken in der Nachbarschaft nicht zu meiner Krankenkasse gehören. Ja, also es wäre schon eine Art Aufspaltung des Systems. Ja, hat aber den Vorteil, keinerlei Neudaten zu brauchen. Ja, und dann wird also alles, was dann in der AOK eingespart wird, wird an die Vorstandsvorsitzenden als Verdienstzuschlag, an die Aldi sozusagen als Verdienstzuschlag und an Bayer als Verdienstzuschlag sozusagen ausgezahlt. Und dadurch haben jetzt plötzlich alle ein Interesse daran, dass erstens sozusagen alle Gesundheitskosten immer geringer werden, weil die Menschen immer gesünder leben und gesünder bleiben und so weiter. Ja, und an die Ärzteteams gehen natürlich auch die Gelder, ne? Und dann wird es aber so sein, dass dann auch, wenn die Gewinne sozusagen die Gewinnausschüttungen sehr hoch sind, dann müssen auch die Krankenversicherungsbeiträge nach und nach ein Stück gesenkt werden. Denn wenn also das, so dass also auch die Bürger vielleicht beteiligt werden, wir hatten ja früher das Modell, dass sie auch eine Beitragsrückerstattungs-Sonderbelohnungsprämie kriegen für ihr Mitwirken in dem ganzen Prozess sozusagen, die Bürger. Aber wenn man das auch nicht will, weil das zu viel Entsolidarisierung bedeuten könnte, dann macht man das halt so, dass sozusagen letztendlich eben die Beiträge nach und nach für alle etwas gesenkt werden müssen, sodass also am Ende auch irgendwie muss gesetzlich verankert sein, dass also nicht dann alles Geld als Profit sozusagen rausgeht, sondern auch immer ein kleiner Teil auch als Beitragssenkung an die Bürger auch rausgeht, parallel zur Steigerung der Gewinne für die Beteiligten. Ja, dass also, wenn der Hausarzt etwas mehr Geld kriegt, weil eben die Leute immer gesünder werden, dann kriegt das auch eine kleine Beitragssenkung für die Versicherten, sodass dann alle irgendwie ja alle am gleichen Strang ziehen. Auch dadurch sind natürlich dann die Gruppe der Versicherten in einem Healthy Lifestyle Club eines Hausarztes ist ja dann auch interessiert, dass alle Gruppenmitglieder gesünder leben, und dann entsteht sowas vielleicht wie ein Gruppengeist auch sozusagen. Ja? Und das Beispiel zeigt uns jetzt also, das gibt eigentlich nicht die eine Reform der Next Scientists for Future, sondern nur das Reformprinzip und die Kunst der wasserdichten und wasserfesten Anwendung des Grundprinzips, vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize. Ja? So. Dann haben wir gesprochen auch bei der Medizin über
vorteilbringende Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtümer, zum Beispiel bei Corona, und welche positiven Anreize wir halt eben insgesamt ja setzen müssen, nämlich dass der Arzt im Prinzip, dass alle Beteiligten des Gesundheitswesens, dass wir den gesamten Raum des Gesundheitswesens öffnen, Chancengleichheit für alle im Gesundheitswesen irgendwo aktiven Leute, völlige Chancengleichheit und dann eben gezielte Belohnung, je gesünder sich die Klientel entwickelt sozusagen. Ja? Also da die positiven Anreize wieder wasserdicht und wetterfest setzen. Ja? Und dann haben wir, was wir ja auch noch mal klar machen können, es gibt natürlich auch die Gefährlichkeitsunterschätzungsirrtümer, zum Beispiel bei den Killerkeimen. Da haben die Niederländer, die Niederlande, die zum Beispiel unterschätzen etwas, die Krankenhauskiller und Praxiskillerkeime sozusagen etwas weniger als wir in Deutschland. Aber es ist eben ein vorteilbringender Irrtum, wenn man zum Beispiel die Krankenhauskillerkeime unterschätzt, weil dann kommt es zu Zusatzinfektionen und die kann man dann auf irgendeine Weise sicher auch wieder abrechnen und verdient dann mehr. Und deswegen, ja, und das kontern wir alles mit den gezielt gesetzten positiven Anreizen. Ne? Dann hatten wir als Beispiel den Kaiserschnitt gehabt, sozusagen, wo wir auch wieder, wo der vorteilbringende Irrtum war, Kaiserschnitt ist sehr gut und die natürliche Geburt und all die biologischen Mechanismen, die bei der natürlichen Geburt ineinandergreifen, sind alle nicht so wichtig. Und ja, und all das muss man halt wieder mit den positiven Anreizen kontern, nämlich dass eben nur bewiesene Gesundheitsförderung dann auch Geld kriegt. Gibt und nicht der Verkauf von einem Maximum an Kaiserschnitten oder Knieoperationen oder Rückenoperationen oder ähnlichen Dingen. Ne? Ja, das war die erste Runde sozusagen. Und jetzt die zweite Runde soll beginnen mit Thema Bildung und Erziehung. Ja, erstmal die Überschrift. In einer noch nicht pazifistischen, eher kriegslüsternen Welt sind wir gezwungen, Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit des Landes zumindest vorübergehend noch hochzuhalten. Ob das immerwährend so zentral wichtig ist, ist noch unklar. Aber zumindest jetzt haben wir keine Chance, keine Wahl, denn wir wollen es vermeiden, selber das Schicksal der amerikanischen Indianer zu erleiden und deren niedergemetzelt werden. Und deswegen müssen wir in einer solch kriegslüsternen Welt noch leistungs- und wettbewerbsfähig bleiben, bis auf Weiteres. Ja? Zum Beispiel können wir beginnen, Punkt A, mit Steuerfreibeträgen. Also wir beginnen ganz unten, nämlich bei der Geburt. Ja? Steuerfreibeträge für jede Mutter. Das heißt zwischen, was weiß ich, 10% und 100% Steuerbefreiung für jede Mutter ab Geburt. Ja? Sodass also sozusagen die Karrierefrau, die bisher sich gegen Kinder entscheiden musste in unserer Gesellschaft, sich jetzt wieder für Kinder entscheidet, auch für frühe Kinder entscheiden kann und sozusagen dann bekommt sie auf Staatskosten eine Kindersekretärin aus Hunderten kann sie sich auswählen, die kümmert sich und der Betrieb kriegt auf Staatskosten einen Betriebskindergarten finanziert
und der Arbeitgeber kriegt einen Kinderzuschlag bezahlt, weil die Mutter vielleicht, wenn sie dann das Kind stillt am Arbeitsplatz und weil sie dann sicherlich nicht ganz so konzentriert arbeiten kann, zusammen mit der Kindersekretärin, die sich mal ums Kind kümmert, mal mit dem Kind in den Betriebskindergarten geht, mal Sekretärinnenaufgaben übernimmt, wenn die Mutter das Kind gerade stillt oder und so weiter. Und dann dieser Kinderzuschlag an die Arbeitgeber sozusagen motiviert die Mütter auf keinen Fall rauszutreiben aus dem Betrieb, sondern sie eher als Gewinn für den Betrieb zu verstehen, ne? So. Also, wir haben dann die ideale Verbindung für die unbedingt Karriere machen wollen. Natürlich steht jeder Mutter offen, auch das Kind zu Hause zu betreuen. Aber dann entfällt natürlich der Steuerfreibetrag auf der einen Seite. Also, aber wir haben ja das Problem, dass unsere Hochqualifizierten und Frauen sozusagen sowieso eher dann oft auch stark an der Karriere hängen und sich dann bisher immer für die Karriere und gegen Kinder entschieden haben. Und jetzt können sie sich entscheiden, okay, für die Karriere und die Kinder. Ja, und wenn eine Mutter ganz fürs Kind da sein möchte, dann ist ja sozusagen wenn sie einen gut verdienenden Partner hat, dann macht ihr das ja auch nichts aus, wenn die Steuerfreibeträge wegfallen, sozusagen. Ja? So, dann haben wir das Kap so kriegen wir also wieder Kinder auch im Bereich und diese Kinder werden wieder so kreativ sein können, dass sie sozusagen später Arbeitsplätze schaffen, Innovationen entwickeln und so weiter. Und so halten wir dann also Deutschland hoch, gehen wieder zurück in Richtung Leistungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit, denn in den letzten Jahrzehnten waren alle wichtigen Erfindungen nicht mehr aus Deutschland gekommen. Und das heißt, wir hatten es mit einem riesigen Rückgang unserer Leistungsfähigkeit zu tun, ne? Und dann haben wir das Thema Verwahrlosung. Ja? Also es wird oft sozusagen ignoriert. Sie merken es, ich bin bei der Formel vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize und bin jetzt sehr stark auf der Seite, man kann das Pferd auch mal von der positiven Anreizseite aufziehen. Ja? Und es gibt aber eben auch Verwahrlosung von Kindern und wir dürfen das nicht ignorieren und deswegen setzen wir als positiven Anreiz eine vorgezogene Mütterrente und zwar als Anteil der Abgabenleistung der Kinder. Also sobald die Kinder von der Mutter gut erzogen, Erziehung und ja, sozusagen, und von den Mutter oder der Familie gut erzogen sozusagen. Und wenn dann die Kinder anfangen zu arbeiten, dann wird ein Teil der Abgabenleistung der Kinder den Müttern zugeführt als vorgezogene Mütterrente. Das ist dann auch eine Würdigung der Mütter, die wir bis jetzt ziemlich vernachlässigt hatten im jetzigen System. Und wir reduzieren damit Verwahrlosung in der Gesellschaft, Verwahrlosung der Kinder, ne? Und Gleichgültigkeit gegenüber Kindern, ne? Ja, positive Anreize, wie gesagt, die vorteilbringenden Irrtümer zum Beispiel des Lehrertums, die bestehen ja oft aus irgendwelchen fragwürdigen Bildungsphilosophien oder Ideologien oder Konzepten und so weiter und so weiter. Und um diese aussterben zu lassen, müssen wir auch natürlich im Bildungssystem dann positive Anreize setzen. Und das Bildungssystem beginnt ja sozusagen dann frühkindlich. Also wir haben jetzt gestreift Geburt und die ersten
erste Zeit des Lebens und dann greifen ja irgendwann so ähnliche Dinge wie Kitas, Kindergärten oder so. Ja, also solche frühkindlichen Dinge, dann kommt irgendwann die Schule, dann geht es maximal ja oft weiter bis zum Hochschulabschluss sozusagen. Und da muss man jetzt die positiven Anreize, um eben dort diese ganzen vorteilbringenden Irrtümer in Universität, in Schule, in Kita und Kindergärten sozusagen aussterben zu lassen, müssen wir die positiven Anreize von rückwärts setzen. Wir müssen einerseits die besten Spezialisten für multivariate Verfahren, zum Beispiel Faktorenanalyse, mit dazu holen, denn wir haben es hier mit vielen Kindern zu tun, die im Laufe ihres Lebens mit vielen Lehrern zu tun haben. Und dann brauchen wir multivariate Verfahren, um auszurechnen, welcher Lehrer ein Bremser der Kreativität und Innovationsfähigkeit der Kinder ist und welcher ein Förderer, ja? Und dadurch gehen wir dann sozusagen die Kette rückwärts. Wir beginnen immer am Ende der Ausbildung der Kinder, sozusagen, zum Beispiel jetzt Hochschulabschluss, ja? Und die Professoren, also des Hauptstudiums, werden eben auch sozusagen belohnt, also kriegen positive Anreize gesetzt, parallel zur Abgabenleistung der Berufsanfänger, ja, und derer Zukunft, ja, also so wie die sich beruflich entwickeln. Wenn, nehmen wir mal an, die Hochschullehrer haben die sehr, sehr gut erzogen zu innovativen, kreativen Leuten für die Wirtschaft, dann werden die auch entsprechend gefragt sein und entsprechend hoch honoriert werden und bezahlt werden von der Wirtschaft und dann wird deren Abgabenleistung hoch sein. Steuer- und Abgabenleistung kann man so insgesamt sagen. Und dann werden diese sozusagen wieder sozusagen dann die positiven Anreize für die Hochschullehrer parallelisiert zu ihren Absolventen. Und jetzt wollen wir natürlich auch den Hochschullehrern des Grundstudiums schon einen Anreiz setzen, bevor die jungen Leute dann in den Beruf gehen. Sonst hätten die ja keine Rückmeldung. Denn dann, die kriegen ja auch die Professoren des Grundstudiums, kriegen ihre Belohnungen, sozusagen ihre positiven Anreize. Ja, dann erst später, wenn die jungen Leute im Beruf sind. Bei der Kita-Mitarbeiterin ist es am schlimmsten. Die kriegt ja quasi erst 20 Jahre später ihre Belohnung parallelisiert sozusagen. Und da wir da die Belohnung, aber die positiven Anreize schon früher einschalten wollen, müssen wir Folgendes machen. Die Hochschullehrer entwickeln die Hochschullehrer des Hauptstudiums entwickeln Eingangstests, mit denen quasi die Leistung des Grundstudiums, der Grundstudiumsprofessoren gemessen wird, Dozenten gemessen wird, ja, sozusagen. Und jetzt gehen wir die Kette rückwärts, die Grundstudiumsdozenten entwickeln einen Test, mit dem die gymnasiale Oberstufe sozusagen, die Lehrer sozusagen, die Leistung dieser Lehrer gemessen wird. Und dann die Mittelstufe, also die Gymnasialen machen wieder die Tests, entwickeln die Tests für die Mittelschule. Und so geht es immer weiter runter bis zur Kita, bis zum Kindergarten, bis ganz runter. Und sozusagen, und die Mütter kriegen ja ihre vorgezogene Rente. Das könnte man natürlich rein theoretisch nachdenken, ob auch die Mütter, ja, zum Beispiel die Mütter, die ja auch zu Hause, vielleicht zu Hause geblieben sind und sich um das Kind gekümmert haben, ja, dass die vielleicht dann auch schon anhand der Kita-Eingangstests sozusagen auch schon
etwas bekommen, wobei das natürlich jetzt dann sehr schwierig zu beurteilen ist, na, denn da kann man natürlich die genetischen Unterschiede zwischen den Kindern nicht von einem mütterlichen Einfluss trennen, sozusagen, ja. Also da muss man noch mal drüber nachdenken, ob man dann auch gleich für die Mütter auch schon da gleich ein Stück dieser vorgezogenen Mütterrente auch schon auszahlen könnte. Ist ein interessantes Thema, kann man mal drüber nachdenken, ja. Aber das heißt, wir haben jetzt also quasi überall lassen wir die vorteilbringenden Irrtümer, wie zum Beispiel Traumtänzereien im Sinne von wirren Bildungskonzepten, die werden alle nach und nach aussterben, weil alle werden sich an den Erfolgreichen versuchen zu orientieren, ja. Und am Ende werden wir ein stringentes Bildungssystem und Erziehungssystem haben, das ganz stringent Kreativität, Innovativität, Ideenreichtum und so weiter bei den Kindern fördert, sodass dann innovative, kreative Mitarbeiter der Wirtschaft zur Verfügung stehen und in anderen gesellschaftlichen Bereichen, die hochbezahlt werden, weil sie sehr geschätzt werden und so weiter. Und dann so stoppen wir sozusagen den Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeitszerfall Deutschlands, der in den letzten Jahrzehnten ganz drastisch um sich gegriffen hat. Ja? Dann haben wir, und noch einmal ganz klar, es gibt keine einzelne fest umgrenzte Reform der Next Scientists for Future, sondern es ist die Fähigkeit, nach 40 Jahren Wissenschaftserfahrung so vorteilbringende Irrtümer aussterben zu lassen durch positive Anreize, und die 40-jährige Erfahrung sorgt dafür, dass man positive Anreize absolut wetterfest und wasserdicht konstruieren und setzen kann, sozusagen, für jede mögliche Ausgangssituation, die die Gesellschaft wünscht. Ich habe ja vorhin gesagt, bei der Krankenversicherung, ja, wenn die Gesellschaft wünschen sollte, dass wir ohne neue Daten auskommen, dann müssen wir zum Beispiel, können wir anbieten, dass die Wellnessverbünde AOK, Aldi, Bayer Wellness, DAK, XY Wellness und so weiter. Ja, also das gibt, also wir können alle Wünsche erfüllen. Und die Grundformel lautet immer: VIs aussterben lassen durch PAs. Ja, zum Beispiel jetzt kommen wir mal auf den Wasserbereich. Vorteilbringende Irrtümer im Wasserbereich könnten zum Beispiel lauten: Nö, es ist nicht schlimm, wenn wir die verschiedene Stoffe, die schwierig zu messen sind, vielleicht bei der Wasserqualität erst gar nicht messen. Das ist kein Problem, ja. Das ist ein vorteilbringender Irrtum, und wir trinken dann hormonell verseuchtes und giftiges Leitungswasser sozusagen, ja. Oder nitratverseuchtes oder was auch immer Wasser, ja, weil da die positiven Anreize fehlen. Und diesen vorteilbringenden Irrtum wollen wir aussterben lassen durch die positive Anreizsetzung, dass auch jedes Wasserwerk, bei jedem Wasserwerk eben dann geguckt wird, wie sich die Gesundheitsdaten, eventuellen Wohlfühlstimmen, Langlebigkeitsdaten der Bürger, die von diesem Wasserwerk versorgt werden, entwickeln. Und dann werden auch diese Wasserwerke ein großes Interesse daran haben, dass wirklich dieses Wasser absolut sauber und gesundheitsförderlich ist. Und zwar auch bis zu der Sekunde, wo es aus dem Hahn kommt. Also das heißt, die Wasserwerke werden die Rohre kontrollieren, werden die Giftigkeit der Rohre untersuchen und der Rohre in den Häusern. Das werden sie vielleicht gemeinsam mit den Hausärzten tun, ja, die ja auch ein großes Interesse daran haben und so weiter. Denn Leitungswasser ist nun mal ein Grundnahrungsmittel. Ich trinke gerade hier drei riesige Gläser heißes Leitungswasser, ja.
Ja, und da muss natürlich alles eigentlich, ich wünsche mir natürlich, dass das Wasserwerk und der Hausarzt untersuchen, was da eben, was für eine Giftbrühe ich da gerade trinke, ne? Also Schluck Wasser. Also meine Empfehlung statt heißem Tee, heißes Leitungswasser, ich nehme das einfach bei uns aus dem Boiler hier, ne? Ja, und dann Wohnung. Da haben wir einmal die Bauseite. Ja, also erstens, in Zukunft entscheiden die Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten und so weiter auch über die Verdienstzuschläge an die Bauwirtschaft, sodass also die Bauwirtschaft uns endlich, also die vorteilbringenden Irrtümer, naja, es ist nicht so schlimm, wenn da so ein bisschen Asbest dabei ist beim Bauen. Es ist nicht so schlimm, wenn da ein bisschen Formaldehyd bei den Möbeln dabei ist. Es ist nicht so schlimm, wenn da so ein bisschen Holzschutzgifte, giftige Mittel dabei sind und so weiter. All diese Bausünden sozusagen, die lassen wir aussterben. Diese vorteilbringenden Irrtümer lassen wir aussterben durch die positiven Anreize, dass also auch eben zum Beispiel eine Baufirma, deren Verdienstzuschläge werden gekoppelt an die Gesundheitszustände aller derer, die in den gebauten Räumlichkeiten wohnen. Ne? Egal ob Mieter oder Eigentümer, das spielt alles keine Rolle. Ne? So, und dann haben wir das Recht auf Wohnung und die Pflicht auf Wohnung. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Städte nicht verkommen in Obdachlosenanstalten sozusagen, sondern wir führen das Recht auf Wohnung ein und die Pflicht auf Wohnung ein. Die einzige Behörde, die ein bisschen größer werden wird, ist das Wohnungsamt. Also damit, die Wohnungsämter steigen in jeden Mietvertrag, der also quasi zum Beispiel über Hartz IV bezahlt wird oder über Sozialhilfe bezahlt wird, steigen sie automatisch, werden sie von Staats wegen als die Hauptmieter eingeführt und sie verwalten in Zukunft die Wohnungen und die Wohnungsamtmitarbeiter kriegen dann, also die positiven Anreize müssen so gesetzt werden, dass die Wohnungsamtsmitarbeiter am meisten Honorar, also Verdienstzuschläge bekommen, Verdienstzuschüsse bekommen, wenn durch die früheren Obdachlosen der Hausfrieden nicht gestört wird. Wenn die früheren Obdachlosen, wenn alle Beteiligten, gerade die Mieter in dem Haus, gut, weiterhin gute Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten und so weiter aufweisen, wenn sozusagen überall wird gemessen, ob das Ganze wirklich gut und harmonisch funktioniert. Und sozusagen die Formel lautet, das Wohnungsamt bringt jeden innerhalb von, was weiß ich, 16 Stunden irgendwo in einer Wohnung unter. Sodass es ab danach sozusagen innerhalb weniger Monate keine Obdachlosen mehr gibt. Und manchmal dann werden dazu auch Hotelzimmer herangezogen. Im Moment liegt ja sowieso auch die Hotelbranche ein bisschen, hat ein bisschen Schwierigkeiten und also die Stadt mietet dann halt Hotelzimmer an und so weiter und Räumlichkeiten und. Also das Wohnungsamt als Mieter, als Hauptmieter. Und ja, und dann haben wir das Problem ein für mal, alle Mal gelöst, der Obdachlosigkeit. Und so weiter. Und dann müssen wir, gucken wir uns an, innere Sicherheit und äußere Sicherheit. Innere Sicherheit, also vorteilbringende Irrtümer in der Polizei lauten oder bei der Staatsanwaltschaft und in der Richterschaft lauten ungefähr so, ja, das können wir doch nicht machen, dass wir Beamte in Zivil neben all die sozusagen in die Nähe, stichprobenartig in die Nähe
sozusagen der bekanntermaßen Kriminellen sozusagen setzen und die dann also mit Kamera, versteckter Kamera und Mikrofon sozusagen die Straftaten der Täter aufnehmen und die dann auf den Knopf drücken und dann kommen die Beamten in Uniform und holen diese Täter ab und das Material wird gleich an den Richter gesendet und sozusagen sowas können wir doch alles nicht machen. Nein, außerdem haben die Straftäter alle eine schwere Kindheit gehabt, was psychologisch in der Forschung längst widerlegt ist. Es gibt auch Leute mit schwerster Kindheit, die anständige Bürger geworden sind. Also da gibt es keine eindeutigen Zusammenhänge. Das hat die Psychologie schon vor Jahrzehnten nachgewiesen. Ganz im Gegensatz zur These, dass die Kindheit eins zu eins die Kinder, die Täter prägen würde. Das ist nicht eins zu eins, da ist keine eins zu eins Korrelation, sondern eine wesentlich geringere Korrelation, als man vermutet. Und ja, auf jeden Fall müssen wir diesen vorteilbringenden Irrtümern Beispiel. Je schlechter wir als Polizei arbeiten, also sozusagen, nein, also dieser vorteilbringende Irrtum führt dann dazu, dass die Polizei schlecht arbeitet und dadurch bewilligt dann die Gesellschaft mehr Polizisten. Der Richter kriegt zum Beispiel, je ineffizienter er Recht spricht, kriegt er eine hübsche Assistentin vielleicht an die Seite gestellt, weil sein Schreibtisch wegen der vielen Wiederholungstäter immer voll ist. Also müssen wir diese vorteilbringenden Irrtümer auch in der Staatsanwaltschaft aussterben lassen durch positive Anreize. Und die leiten zu könnten, zum Beispiel ein positiver Anreiz könnte sein, dass zur Wohlfühlstimme zusätzlich die Sicherheitsstimme erhoben wird bei den Bürgern und dass dann Zuständigkeiten, wechselnde Zuständigkeiten, um Vergleichbarkeiten zu schaffen, um wissenschaftliche Auswertungsmöglichkeiten zu schaffen, kann man dann genau messen, welche Polizistenteams die Sicherheit der Bürger am besten fördern. Und welche Richter die Sicherheit der Bürger am besten fördern und welche Staatsanwälte die Sicherheit der Bürger am besten fördern. Und so können wir dann wieder gezielt, dann kriegen wir einen gesund schrumpfenden inneren Sicherheitsapparat, der mit viel weniger Personal am Ende auskommt, weil das Personal das Richtige macht und dort hart durchgreift, wo es nötig ist und dort sozialarbeiterisch zusammen mit Sozialarbeitern den bisherigen Straftätern hilft, ein legales Leben zu führen ohne Straftaten. Und am Ende haben wir eine große innere Sicherheit. Ja? So, dann äußere Sicherheit. Die deutschen Rüste, also die vorteilbringenden Irrtümer könnten zum Beispiel lauten, der Mensch ist von Natur aus kriegerisch, Gewalt und Krieg gehören deswegen zu jedem gesunden Staat und deswegen muss ein gesunder Staat sich auch an Kriegen beteiligen und so weiter. Das sind die vorteilbringenden Irrtümer der Rüstungsindustrie, die dann auch über die Lobbyisten dann irgendwann zur Gleichgesundheit der Politik geführt haben, zum Beispiel in den USA, wo man eben glaubt, dass es ohne ein kriegerische USA eben nicht geht, weil die Welt halt so ist und der Mensch halt so sei. Ja? Und dieser vorteilbringenden Irrtum, solche vorteilbringenden Irrtümer und ähnliche müssen wir aussterben lassen durch positive Anreize. Das heißt, wir machen es so, dass die UNO irgendwie oder irgendeine zuverlässige Instanz muss die Zahl der durch Gewalt Getöteten messen in der Welt, in verschiedenen Regionen. Und dann müssen die deutschen, zum Beispiel Rüstungskonzerne, für bestimmte Regionen zuständig gemacht werden. Oder alle für eine Weltregion oder ja, oder man muss gucken, wie man da Vergleichbarkeiten schafft, auf jeden Fall. Wenn dann die Zahl in irgendeiner Region dann durch den Friedensförderungseinfluss eines Rüstungskonzerns sozusagen die Zahl der getöteten Menschen und verletzten Menschen zurückgeht, dann werden dort die gleichen sozusagen Verdienstzuschläge an die Manager, an die Aktionäre ausgeschüttet, sozusagen.
Und wenn dann diese Firmen dann auch sich noch von den Next Scientists for Future beraten lassen, wie sie die internen vorteilbringenden Irrtümer durch positive Anreize aussterben lassen können. Wir haben nämlich in allen Betrieben auch diese Ineffizienzprobleme. Ja, und so dass dann also der Top-Manager eines Rüstungskonzerns auch dafür sorgen kann, dass seine Mitarbeiter auch wirklich am gleichen Strang ziehen und nicht aufgrund von vorteilbringenden Irrtümern ihr Eigenleben gegen die Betriebsziele entfalten, sozusagen. Und das ist unsere Managementseite. Ja, wir hatten ja auch schon mal angeboten, dass wir nicht nur Parteien oder Staaten, sondern auch einzelne Großunternehmen beraten könnten und dort unsere sozusagen die Wirkung der unserer Formel vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize beweisen könnten. Ja? Aber leider hat sich kein Großbetrieb gemeldet bei uns. Ne? Ja, dann haben wir damit haben wir dann also äußere Sicherheit auch korrigiert. Das heißt also, wir halten die Gelder nur noch konstant und wenn die Zahl der Getöteten und Verletzten abnimmt in der Welt und wenn die Zahl konstant bleibt, dann senken wir jedes Mal die Gelder an die Rüstungskonzerne um 5%. Ja? Das heißt, die verlieren Geld und gehen nach und nach pleite, wenn sie nicht für Frieden sorgen in der Welt. Also Friedensförderung ist die Rüstungskonzerne werden zu Friedensförderungskonzernen und werden mit Friedensarbeitern in alle Welt ausziehen und so weiter. Und dann haben wir irgendwann die vorteilbringenden Irrtümer, diese kriegsideologischen vorteilbringenden Irrtümer raus aus der Welt. Ja? Und dann werden wir auch keine Kriege mehr haben. Ne? Denn der Mensch, da haben wir Hinweise aus der Forschung, dass der Mensch vor 400.000 Jahren das genetische Material zum vollständigen Pazifismus erworben hatte, nachdem er selber auch eine gewalttätige Vergangenheit hinter sich hatte in der Evolution. Ne? So. Dann zum Beispiel noch das Arbeitsamt zum Schluss. Es gibt ja noch viele andere. Wir können jetzt in jeder Ritze der Gesellschaft können wieder gucken nach vorteilbringenden Irrtümern, nach einem Mangel an positiven Anreizen und können dann unsere Formel VIs aussterben lassen durch PAs zur Anwendung bringen. Bei den Arbeitsämtern ist es ganz wichtig, ja, dass wir das auch noch tun, habe ich aber schon oft erklärt. Da kriegen die Mitarbeiter des Arbeitsamts die gehaltsentscheidenden Verdienstzuschläge nur noch für jeden Einzelnen persönlich an der Hand genommen und mit einem unkonventionellen Deal in Arbeit gebrachten oder in eine ehrenamtliche Einrichtung gebrachten, sozusagen, also so, dass das Arbeitsamt sozusagen eigentlich, dass die Leute nur noch dann richtig gut verdienen, wenn eigentlich es gar keine Arbeitslosen gibt. Denn die Leute, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind, melden sich dann schon vorher beim Arbeitsamt und dann stellt das Arbeitsamt schon den Kontakt zu neuen zukünftigen Arbeitgebern her und macht nur noch Arbeitsplatzwechsel, sodass wir dann keinerlei Arbeitslosigkeit mehr haben. Während die vorteilbringenden Irrtümer bisher ja im Arbeitsamt lauteten, nein, also die Arbeitslosen, die müssen sich schon selbst bewerben bei den Betrieben und so weiter, ja. Und ich sitze doch gut in meinem Sessel und man soll ja auch was verlangen von den Arbeitslosen. Ja, und solche vorteilbringenden Irrtümer müssen wir zum Aussterben bringen, denn sozusagen Menschen, die ihre Arbeit verlieren, finden sich in einer existenziellen Krise und da müssen die Arbeitsamtmitarbeiter die Leute an der Hand nehmen und verhindern, dass sie überhaupt arbeitslos werden und so weiter. Ja, und das kriegen wir durch die positiven Anreize hin. Ja, dann haben wir noch ich gehe noch mal kurz hier hin. Kurz zurück, habe ich denn jetzt mal die Tagesthemen gut erfüllt? Ja, also die Schlüsselfrage wird sein, wird die Partei Wir 2020 es schaffen,
ganz viel Prominenz in sich und um sich herum zu haben und ganz viel prominente Berichterstattung, sonst gibt es keine 15 bis 20%. Und kann man sich einig werden, fängt man an, die Sendungen, die jetzt die dann am Wochenende wird es ja dann hoffentlich zwei Sendungen sein, werden sie die überall veröffentlichen, auf allen prominenten Sendern und werden überall Extrasendungen gemacht, wo dann diese ganzen Reformen durchdiskutiert werden. Und wird man als Partei sozusagen dieses Grundprinzip, eigentlich ist es ja nur eine Reform, vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize in jeder noch so dunklen Ritze der Gesellschaft. Ja, das ist eigentlich die Gesamtreform. Und sozusagen Beispiel sind dann eben Kombireform, Ernährung, Gesundheit und Pflege, Demokratiereform, Bildung und Erziehung, Wasser, Wohnen, innere und äußere Sicherheit und Arbeit eben gewesen. Ja? Und gelingt es eben, all diese Prominenten mit dazu zu holen, Bock, die Woda, Comburg all die prominenten Sender? Oder gelingt das eben nicht? Ja, das wird die Schlüsselfrage sein. Und dann haben wir noch ein paar Kurznachrichten, wie immer. So, was ist mit den Kurznachrichten? Ja, Dr. Med. Michael Spitzbart, der ja auch mittlerweile Mitglied der Next Scientists for Future.de ist und des Weltrates ist, war in Servus TV zu sehen. Diese Sendung ist beim Sender News und Talks in der Playlist 4 am Ende wie immer. Ne? Da ist er nur kurz zu sehen, aber immerhin mal schön, dass in einem so großen Sender, in Öst, dem besten Sender des deutschsprachigen Raumes, immerhin mal ein paar Sekunden ein Mitglied von Next Scientists for Future zu sehen ist. Na, das ist doch mal schön. Dann haben wir, ja, zum Beispiel könnte das mit den Asylanlagen so laufen. Also. Wie war das? Wir hatten eben das Thema gehabt, Leistungsfähigkeitserhöhung und Wettbewerbsfähigkeit erhöhen, nachdem wir jahrzehntelang bergab gegangen sind, ja, und große Teile unserer Leistungsfähigkeit verloren haben. Wir sind gerne bereit, Multikulti zu machen aus dem Ausland, aus jedem Kontinent der Welt, bitte die gebildetsten und fähigsten und kompetentesten und reichsten gerne zu uns nach Deutschland. Wir brauchen Leistungsfähigkeit im Land. Aber dann bitte schön so, dass bei jeder Mutter, die aus dem Ausland an die Migrationshintergrund hat, wird sozusagen das Kind wird genetisch untersucht. Und wenn das Kind, der Vater des Kindes auch aus Migrationshintergrund hat, dann muss diese Mutter mit dem Kind das Land verlassen zukünftig. Das ist Teil des Aufnahmevertrags für Deutschland sozusagen, der geschlossen wurde mit der Frau und der steht auch im Vertrag, wenn dann der Vater auch identifiziert werden kann, ja, dann muss der auch laut Vertrag, laut Einwanderungsvertrag auch wieder das Land verlassen. Denn wir dulden keinen Aufbau von Parallelgesellschaften mehr in Deutschland. Ja, ganz klarer Punkt. Denn wir brauchen die Gene, die Frauen, alle Frauen und Männer mit Migrationshintergrund sollen Kinder bekommen mit der Ursprungsbevölkerung, damit dann diese positiven Gene aus dem Ausland unsere Genetik auffrischen oder positiv befruchten können. Und nur insofern mögen wir Multikulti, sodass dann nach einer Generation dann alle die Zugewanderten schon wieder, die Kinder schon wieder Mischlinge sind, im positiven Sinne Mischlinge und sehr positiv für unsere Gesellschaft sind. Ja? Keine Parallelgesellschaften. Ja, deswegen beinhalten die Asylanlagen also eine kleine Einwanderungsbeantragungsabteilung und aus den Asylanlagen selber
gibt es keinen Weg nach Deutschland. Also wenn dort Asyl bewilligt worden ist, sozusagen, dann findet das in dieser Asylanlage in der Nachbarschaft des Krisengebietes statt. Und Deutschland macht auf der Welt, was weiß ich, 10 Asylanlagen oder wie viel wir brauchen, ja. Und zwar erst einmal nur für 100 Leute. Und dann wird geguckt, denn Deutschland muss aufgrund der besonderen historischen Schuld, die Deutschland mit Hitler und dem Nationalsozialismus auf sich geladen hat, muss immer den Vorreiter machen. Es muss aber nicht der Einzige sein, der auf der Welt hilft, sondern Deutschland muss der Vorreiter bei der Hilfe sein, aber nicht der einzige Staat auf der Erde sein, der überhaupt hilft, sondern nur der Vorreiter. Deutschland geht also bei der Hilfe an die Welt immer voran. Aber mehr nicht. Ja? Und das heißt also, erst einmal eine Asylanlage für 100 Menschen. Wenn dann die Asylanlagen aller anderen großen Staaten auch mit 100 Personen voll sind, dann vergrößert Deutschland sofort und stellt wieder 100 Asylanlagenplätze zur Verfügung, wo ja dann die Asylverfahren stattfinden. Die Asylverfahren finden also nur noch in der Nähe des Krisengebietes statt und nicht in Deutschland, ne? Selbstverständlich. Ja. Deutschland macht also immer den Vorreiter. Und wenn dann jetzt dir die anderen Staaten auch sozusagen auf 200 aufgestockt haben, dann stockt Deutschland auf 300 auf. Und wenn dann die anderen alle auch auf 300 nachgezogen haben, und so gehen wir vor. Das heißt also, Deutschland macht immer den Vorreiter, aber guckt, ob der Rest der Welt auch mitzieht. Wenn der Rest der Welt nicht mitzieht, dann hat Deutschland den Vorreiter gemacht und dafür, dass die gesamte Welt sich entscheidet, keine Asylanlagen zur Verfügung zu stellen, dafür kann Deutschland dann nichts, ne? Ja, ich glaube, das war's für diese wissenschaftliche Tagesschau. Die Tagesthemen habe ich ja gründlich abgedeckt, die Kurznachrichten waren es auch. Und ja, das war's mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute. Tschüssi, bis bald.